Ich glaube, man ist dann ein echt, echt dummer Mensch. Nee, nein, nein, Spaß. Initiating the hunt. Moin Leute von heute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und falls ihr euch wundert, was ich unter der Nase habe, nein, ich habe gerade nicht irgendwas durch die Nase gezogen. Ich bin einfach extrem erkältet. Und dann habe ich mir dieses Ding da. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und heute gehen wir mal folgende Frage durch, nämlich was euer Main über euch aussagt in Overwatch, wie ihr in Overwatch drauf seid. Und ich glaube, wir machen heute 5 Charakter und falls ihr die Serie feiert, können wir das gerne vorziehen. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ich mache die Videos ja nur aus Spaß und ja, das wäre dann halt so, dann mögt ihr das nicht. Und heute kommen wir dann mit den ersten 5 Charaktern und wir fangen direkt an mit Genji. Euer Main ist Genji, dann muss ich euch direkt eine Sache sagen. Genji-Mains haben wirklich meinen größten Respekt, weil ihr es geschafft habt, seit Overwatch 2 tot zu sein. Also entweder wurde Genji direkt weggekontert oder man hat hier in den High Elo mal so ein paar krasse Leute gesehen. Aber ich meine, da gab es einfach bessere Charakter. Und in Low Elo, da war er schon extrem, extrem gut. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich ihn immer nur bei Smurfs gesehen. Aber es gibt wirklich zwei Typen von Genji Mains und die sind wirklich auch eindeutig. Die eine Art von Genji Main ist eher so, ja, ich mache die Runde gar keinen Kill. Ich bleib auf Genji, wenn die Symmetra, Winston, May, Brigitte, Moira haben und ich gehe die ganze Runde lang negativ, mache nichts, dive rein, sterbe, bin schlecht, stehe 06, 07, 08, 09. Ihr seid einfach kacke. Also, no joke, ist das euer Ernst? Ich meine, ist das euer verdammter Ernst? Seid ihr wirklich so schlecht auf Genji? Oder wir haben einfach Shader 2K Prime. Also es gibt nur entweder seid ihr komplett scheiße mit Genji oder der beste Spieler überhaupt. Und da gibt es wirklich nichts dazwischen. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich meine, wenn ich mein Gameplay da einspielen würde, würden alle lachen, aber entweder ihr seid halt cracked oder ihr seid scheiße. So, Punkt. Reinhardt Mains. Und bei Reinhardt Mains gibt es eigentlich ein Problem. Ihr seid zu ehrenhaft. Ihr seid wirklich zu ehrenhaft. Ihr bleibt auf Reinhardt, egal was passiert. Und ich muss das auch mal schätzen, dass diese Reinhardt Mains, ihr seid Legenden. Und warum seid ihr das? Warum? Und ihr seid Legenden. Und das ist einfach, die Gegner gehen Orisa. Die Gegner können alle, jeden Charakter gehen. Ihr bleibt Reinhardt. Ihr bleibt dabei. Ihr habt Ehre. Genjis, ach, kein Ende. Ihr müsst die deutsche Ehre verteidigen. Ja, okay, gut. Das war jetzt fast einer zu viel. Ihr seid auf jeden Fall ehrenhaft, aber ihr seid auch komplett dumm. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein normales Ding ist bei Reinhardt Mains, aber hey, yo, die Gegner da, die stehen da so mit Bastion, Symmetra, 30 Turrets. Die haben Baptiste Überlebungsfeld, nicht nur Baptiste Überlebungsfeld, sondern auch noch eine Matrix. Die haben wirklich alles und was denkt ihr euch so? Ja, ich charge da erstmal rein. Ich werde das schon übernehmen, ich charge da rein. Ja, das mache ich. Also ihr müsst ja wirklich irgendwie im IQ-Test einen Wert erzielt haben, den selbst... Und als nächstes haben wir Moira Mains. Wenn ihr wüsstet, was ich über euch denke, dann würde ich nicht mehr streamen können. Nee, also... Ich verstehe es nicht. Also es gibt zwei Arten von Moira Mains. Die wirklich hilfreich ist. Sie hat extrem viel Damage, hat aber auch extrem viel Heilung und achtet auch darauf, dass das Team immer gut ist. Aber sie weiß, ja, ich spiele jetzt nur Moira, weil ich halt normalerweise Mercy Main bin. Normalerweise seid ihr alle Mercy Mains. Ich weiß das genau. Guckt mich nicht so an. Keiner spielt Moira wirklich Main. Wenn ihr es tut, dann... Sag ihr nicht, dass sie sich umbringen sollen. Sag ihr nicht, dass sie sich umbringen sollen. Und bleibt am Leben. Aber wirklich... Moira Mains sind kritisch. Heilt oder spielt einfach gut oder wechselt am besten einfach den Charakter. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Und als nächstes haben wir Ana Mains. Und ja, nimmt einen Sip von dem Paradies. Denn Ana Mains sind wirklich, ihr seid wirklich die Nanos, die ihr macht. Klar, sagen wir mal, 30% eurer Nanos treffen halt eine Mercy, die da mal vor euch geflogen ist. Aber die Nanos sind immer so geil und der so wertvoll und eures Liebs. Und dazu, nicht nur das. Man muss sich vorstellen, ihr macht gute Util, wenn ich dann sehe, dass ein einer Man ein Anti reinwirft. Also ihr habt ja nicht nur irgendwie 1 Million IQ und wisst genau, wie ihr Overwatch spielen sollt, sondern in den meisten Fällen ist es wirklich nicht mal eure Schuld, dass ihr verliert, weil Ana Mains sind irgendwie nie an irgendetwas schuld. Oder hattet ihr wirklich immer so eine Ana, die schlecht war? Dann war es kein richtiger Ana Main, weil Ana Mains, boah, wenn ich dann noch diese
alten, geilen, knackigen, nahen Anti-Nate sehe, die auf mich wirft. Das ist, also Ana Mains, ne? Ich glaube, ich spreche für die ganze Overwatch-Community, wenn ich sage, Ana Mains sind die besten Heiler Mains, die man haben kann, weil Ana in jeder Teamform immer Sinn ergibt. Gut, abgesehen davon, dass ihr wahrscheinlich wie im echten Leben jedes Mal runtergemobbt werdet und weil ihr einfach viel zu cool seid, so. Also nervt Ana bitte nicht. Bitte bufft sie wieder. Ich liebe Ana. Ana ist so cool. Als nächstes haben wir Ashe Mains. Und ja, zu schlecht für Widow. Und ihr musstet natürlich noch irgendeinen Teammate mit, ja, versklaven. Sagen wir mal, ihr spielt eine chillige Runde. Ihr denkt euch, hey, ich bin so gut auf Widow. Und ihr seht, ha, ja, oh, ich schieße nur daneben. Ich treffe keine Headshots. Dann werdet ihr im Normalfall Ashe Main. Nee, ich bin doch gar nicht Ashe Main geworden. Hast du Overwatch 1 gespielt? Welchen Charakter hast du vor Ashe gespielt? Sei ehrlich, es kann nur McCree oder wirklich Widow sein. Es gibt gar nichts dazwischen. Du warst hundertprozentig ein Widow-Main. Vielleicht McCree-Main, aber ich glaube eher ein Widow-Main. Und ihr seid einfach wirklich die gescheiterten Kinder einer französischen... Ja, ich mag Widow eigentlich gar nicht. Ich muss sie gar nicht gut reden. Ja, und ihr seid auch ein Problem von Overwatch, weil ihr könnt nur mit Mercy spielen. Also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben niemanden gesehen, der so abhängig ist von einer anderen Person. Und ich denke auch, ihr seid auch in Real Life die übertriebensten Sims. Weil ich meine, das kann doch nicht sein, dass jede Ashe eine Pocket Mercy braucht, um irgendetwas zu reißen. Kannst du nicht alleine spielen? Und wenn du alleine spielen kannst, keine Ahnung, dann bist du End of Tape oder so. Also, du bist der Matrix der Mercy Mains entkommen. Herzlichen Glückwunsch. Also, ja. Aber ich muss auch mal wirklich sagen, so bei allen Sachen, die ich jetzt über diese Ashe Mains sage, ihr seid immer gut aus irgendeinem Grund in meinem Gegnerteam. Über den Pocket in meinem Team sage ich nichts. Also, wie kann es sein, dass ihr nach der Hälfte weniger Schaden habt als eine verdammte Kiriko? Das ist immer wirklich unmöglich. Wollt ihr dieses Video, wie gesagt, einmal ausprobieren? Und ich muss... Findet ihr die Idee gut? Soll ich das nochmal machen? Dann schreibt gerne nochmal andere Charakter rein. Ach, ciao, Mann.